Hallo und herzlich willkommen beim flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung für ein Islandpferd, das du zum Beispiel als ganz kleinen Schlüsselanhänger machen kannst. Was du dafür brauchst, schreibe ich dir in die Infobox. Los geht's mit einer Luftmaschenkette. Und wie du hier siehst, häkeln wir heute einmal mit Garn. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Man braucht einfach nur ein bisschen Übung. 9 Luftmaschen kommen in deine Luftmaschenkette. Dann häkelst du ab der zweiten Luftmasche von der Nadel aus gezählt 7 feste Maschen. Und damit man am Ende nicht so kleine Löcher zwischen den Maschen hat, häkel ich jede feste Masche in die hintere Schlaufe, also die Schlaufe hinter den beiden oberen Schlaufen der Luftmaschenkette. Dazu musst du die Luftmaschenkette so ein bisschen drehen. Wenn du deine 7 festen Maschen gehäkelt hast, dann kommen 3 feste Maschen in die letzte Luftmasche und damit wendest du deine Arbeit quasi so, dass du jetzt auf der Unterseite weiter häkeln kannst. Jetzt kommen 6 feste Maschen. Die erste Masche kann so ein bisschen hakelig sein, da kannst du dir mit einem Trick helfen und nur in die vordere Maschenschlaufe häkeln. Die anderen müssten dann ganz normal zu häkeln sein. In die letzte Masche kommen 2 feste Maschen. In der nächsten Runde solltest du insgesamt 18 Maschen zur Verfügung haben und da häkelst du in die erste 2 feste Maschen, dann in die kommenden 6 jeweils eine feste Masche. Dann in die nächsten 3 jeweils 2 feste Maschen. Damit wendest du deine Arbeit wieder. Und auf der Unterseite kommen wieder 6 einfache feste Maschen. Und in die letzten beiden kommen nochmal jeweils 2 feste Maschen, sodass du am Ende 24 Maschen in deiner Runde hast. Jetzt häkelst du 4 Runden lang jeweils 24 feste Maschen, also immer eine feste Masche in jede Masche deiner Runde. Das Ganze 4 Runden lang, bis du die Schnauze fertig hast, so wie hier. In der nächsten Runde häkelst du 2 feste Maschen, dann verdoppelst du 10 feste Maschen. Da geht es dann also so langsam hoch für den Kopf. 10-mal jeweils 2 feste Maschen in eine. Und wenn du das hast, kommen in die restlichen 12 Maschen dieser Runde nochmal jeweils je eine feste Masche. In der nächsten Runde beginnst du mit 7 festen Maschen. Und dann verdoppelst du 8 feste Maschen. Das heißt, du häkelst jeweils 2 feste Maschen in die nächsten 8 Maschen. Und das, da muss ich dich gleich ein bisschen vorwarnen, kann ein bisschen hakelig werden, aber du wirst es gut schaffen. Wölbt sich auch so ein bisschen nach vorne, die Arbeit nicht wundern, das verhäkelt sich nachher wieder. Wenn du durch bist mit deinen 8 Verdoppelungen, häkelst du noch 19 feste Maschen bis zum runden Ende. So in etwa sollte deine Arbeit jetzt aussehen und jetzt häkelst du 7 Runden lang immer nur einfache feste Maschen, also 7 Runden jeweils 42 feste Maschen. Und dann beginnen wir auch schon mit den Abnahmen. Das heißt, du häkelst jede 6. und 7. Masche zusammen. Also 5 feste Maschen kannst du mal häkeln. Und dann stichst du in die vordere Schlaufe der ersten Masche ein, dann stichst du in die vordere Schlaufe der zweiten Masche ein, holst den Faden durch und holst den Faden nochmal durch. Dann häkelst du wieder 5 feste Maschen. Und dann kommt wieder eine Abnahme, also wieder in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche und den Faden 2-mal durchholen.
Wenn du das 6-mal gemacht hast, dann nimmst du in der nächsten Runde jede 5. und 6. Masche ab. Das heißt immer 4 Maschen ganz normal häkeln und dann 2 Maschen zusammen häkeln, wie vorhin beschrieben. In der nächsten Runde häkelst du jede 4. und 5. Masche zusammen. Das heißt, du häkelst 3 feste Maschen ganz normal und machst dann wieder eine Abnahme, wie beschrieben. Das Ganze auch wieder 6-mal. Jetzt ist es höchste Zeit, den Kopf auszustopfen. Dazu nimmst du deine Füllwatte und stopfst den Kopf so, dass die Form schon dem entspricht, wie du es nachher haben willst. Also immer so ein bisschen mit Formen zwischendurch. In der nächsten Runde häkeln wir dann jede 3. und 4. Masche zusammen. Das heißt, du machst immer 2 feste Maschen und arbeitest dann eine Abnahme, wie beschrieben, und das Ganze auch wieder 6-mal bis zum Rundenende. Dann häkelst du 6-mal jede 2. und 3. Masche zusammen, also immer eine feste Masche und dann eine Abnahme 6-mal bis zum Rundenende. Jetzt schließt du den Kopf, indem du 5-mal 2 Maschen zusammen häkelst. Richtig, ich mache es immer so, dass sich der Kopf nicht ganz schließt, also eine Abnahme weniger, als man häkeln könnte. Also ich häkel jetzt nicht 6-mal 2 Maschen zusammen, sondern nur 5-mal. Und den Rest ziehe ich dann im nächsten Schritt mit dem Faden zusammen, also so ein kleines Loch bleibt. Und dann gehe ich immer in die vorderen Schlaufen mit meiner Nadel, so als würde ich quasi alle Maschen zusammen häkeln. Und auch hier spare ich wieder die letzte Masche aus. Ich gehe in 5 Maschen rein, ziehe das ordentlich zusammen. Und dann steche ich in die vordere Schlaufe der letzten Masche und da mache ich meinen Knoten. Dann verstecke ich den Faden irgendwo und schneide ihn ab. Fertig ist der Kopf. Jetzt geht es weiter mit einer etwas speziellen Technik, denn da ich nicht so gerne Sachen zusammennähe, häkel ich die Körperteile einfach direkt ran. Wie ihr hier sehen könnt, fange ich mit dem Hals am unteren Ende des Kopfes an und häkel dann 4 feste Maschen direkt an den Kopf in einer Linie, wende das Ganze um 90 Grad, häkel wieder 4 feste Maschen an der Seite des Kopfes entlang, wieder um 90 Grad wenden, 4 feste Maschen hinten direkt an den Kopf ranhäkeln und dann um den Kreis oder das Quadrat ist es eher zu schließen, an der anderen Seite auch nochmal 4 feste Maschen. So sieht das Ganze dann aus. In den nächsten 2 Runden häkelst du dann jeweils 16 feste Maschen, also einfach in Runden feste Maschen häkeln, 2 Runden lang. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 4. Masche, also häkelst du immer 3 feste Maschen und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche rein und am Ende hast du dann 20 Maschen in deiner Runde. In der nächsten Runde häkelst du 2 feste Maschen, dann verdoppelst du eine, dann häkelst du eine feste Masche und dann verdoppelst du wieder eine. Also vorne fügst du die Folge verdoppeln, feste Masche verdoppeln ein, dann häkelst du an der Seite entlang, festen Maschen, bis du hinten ankommst und hinten verdoppelst du 4 feste Maschen. Also hinten mittig einmal 4 feste Maschen verdoppeln. Und dann auch wieder feste Maschen bis zum runden Ende. Und am Ende dieser Runde solltest du dann 26 Maschen in deiner Runde haben. In den nächsten Runden häkelst du jetzt immer feste Maschen, bis du hinten angelangt bist und fügst dann hinten mittig die Folge verdoppeln, feste Masche, verdoppeln ein, sodass du 3 Verdoppelungen in deiner Runde hast und dazwischen jeweils eine feste Masche und das Ganze hinten mittig. So, hier siehst du jetzt, wie ich hinten angelangt bin und dann kommt die Folge verdoppeln, feste Masche, nochmal verdoppeln, dann wieder eine feste Masche und noch einmal verdoppeln und dann feste Maschen bis zum runden Ende.
Das Ganze machst du noch dreimal, sodass du dann insgesamt in 4 Runden jeweils feste Maschen und die Verdoppelungsfolge hinten hast. Ne? Nochmal zur Erinnerung, also einmal verdoppeln, feste Masche, verdoppeln, feste Masche, verdoppeln. Und am Ende solltest du dann 38 feste Maschen in deiner Runde haben. Also wenn du das 4-mal gemacht hast, hast du 38 feste Maschen in deiner Runde. Dann geht es in den nächsten Runden so weiter, dass du vorne in der Mitte eine Abnahme arbeitest. Hier einmal in die vordere Schlaufe der ersten Masche, vordere Schlaufe der zweiten Masche einstechen, Faden 2-mal durchholen. Eine unsichtbare Abnahme ist fertig. Und hinten häkelst du, wie in den letzten 4 Reihen, auch wieder deine Folge. So Verdoppelung, feste Masche, Verdoppelung, feste Masche, Verdoppelung. Sodass du 3 Verdoppelungen hinten hast, eine Abnahme vorne, also insgesamt in jeder Runde 2 neue feste Maschen hast. Das machst du insgesamt 3 Runden lang, bis du am Ende 44 Maschen in deiner Runde hast. In den nächsten Runden häkelst du vorne jeweils 4x2 Maschen zusammen. So wie du es hier siehst, 4x2 Maschen zusammen häkeln. Und den Rest der Runde häkelst du einfach feste Maschen. Das Ganze machst du 5 Runden lang, bis du nur noch 24 Maschen in deiner Runde hast. Hier siehst du das Ganze nochmal in der nächsten Runde. Auch wieder 4x2 Maschen zusammen häkeln. Und ansonsten feste Maschen. Das Ganze machst du 5 Runden lang, bis du nur noch 24 feste Maschen in deiner Runde hast. Ab der nächsten Runde nimmst du dann kreisförmig ab. Und zwar fängst du an mit jeder dritten und vierten Masche, die du zusammen häkelst, also mal 2 feste Maschen häkeln und dann die dritte und vierte Masche zusammen häkeln und das Ganze 6-mal. Falls du das noch nicht zwischendurch gemacht hast, wird es jetzt Zeit, den Körper auszustopfen. Also da musst du mal so ein bisschen gucken, was deine Technik ist. Ich stopfe immer sehr spät. Andere stopfen schon gerne während des Häkels. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich nehme zum Stopfen immer gerne eine Schere. Und beim Körper ist natürlich auch wieder wichtig, dass das schön fest gestopft wird. In der nächsten Runde häkeln wir jede zweite und dritte Masche zusammen. Also mal eine feste Masche häkeln, dann 2 Maschen zusammen häkeln und das Ganze auch wieder 6-mal, bis die Runde beendet ist und du nur noch 12 feste Maschen hast. Und schon sind wir wieder bei der letzten Runde des Körpers angelangt. Das mache ich genauso wie beim Kopf. Häkel 5-mal 2 Maschen zusammen, also eine weniger als es sein müsste. Dadurch bleibt der Körper ein bisschen offen. Und dann nehme ich mir meine Stopfnadel und nähe jeweils die vorderen Schlaufen der ersten 5 Maschen zusammen. Ziehe das Ganze fest, sodass sich der Körper schließt, steche in die vordere Schlaufe der letzten Masche ein, mache da meinen Knoten und verstecke dann den Faden irgendwo im Körper. Als nächstes arbeiten wir die Beine und die werden natürlich auch wieder direkt an den Körper gehäkelt. Dazu guckst du, wo dein Bein ungefähr sitzen soll und zählst dann 4 Maschenrunden weiter nach unten. Dort machst du dann deinen Faden neu an, häkelst eine Luftmasche und dann häkelst du 3 feste Maschen direkt an den Körper nach vorne, so wie du es hier siehst. Dann wendest du den Körper und häkelst 3 Maschen zur Seite. Und da folge ich immer so ein bisschen der Vorgabe der Runden und mache das dann in so einem Rund, dann also nicht ganz in einem Viereck wie beim Hals. Das ist leider nicht ganz so einfach, sondern es wird dann so ein Rund und dann nochmal wieder 3 feste Maschen, so ein bisschen schräg nach hinten und nochmal 3, um das Bein zu schließen. Also insgesamt häkelst du einen Kreis von 12 festen Maschen.
In der nächsten Runde musst du ein bisschen darauf Acht geben, dass du nicht in die Luftmasche häkelst. Also du fängst von der zweiten Masche an und häkelst dann feste Maschen. Und zwar auch gleich zwei Runden lang. Also insgesamt 24 feste Maschen. Bei der letzten Masche ziehe ich schon mal den Faden in der Huffarbe durch. Also ich habe hier so ein Beige. Und dann werden nochmal 12 feste Maschen, also nochmal eine Runde mit festen Maschen gehäkelt. Damit sie dich nicht so stören, kannst du dann die Fadenenden verknoten von allen Fäden, die du nicht brauchst, abschneiden. Ich verdrösel die dann immer so ein bisschen und stopfe das Ganze in das Bein hinein. In der nächsten Runde beginnst du mit festen Maschen, bis du vorne angelangt bist. Und da verdoppelst du dann zwei Maschen, also vorne mittig. Zweimal zwei feste Maschen in zwei Maschen hineinhäkeln. Bei mir sind es hier die sechste und siebte Masche, die ich verdoppel. Und dann auch wieder feste Maschen bis zum Rundenende, sodass du am Ende 14 Maschen in deiner Runde hast. Das Ganze machst du in der nächsten Runde nochmal, sodass du dann am Ende 16 feste Maschen in der Runde hast. Dann häkelst du eine Runde mit 16 festen Maschen. Dann häkelst du in der nächsten Runde jede dritte und vierte Masche zusammen. Also wir beginnen dann schon mit den Abnahmen für das Bein. Immer zwei feste Maschen häkeln, dann zwei Maschen zusammen häkeln und das Ganze viermal, bis du noch 12 Maschen in deiner Runde hast. Dann stopfst du das Ganze mit ein bisschen Füllwatte aus, also sehr viel passt nicht rein, aber wie immer gilt, schön fest stopfen. In der nächsten Runde häkel ich dann auch wieder fünfmal zwei Maschen zusammen, also du könntest auch sechs mal zwei Maschen zusammen häkeln, das überlasse ich ganz dir. Ich mag es ganz gerne, wenn sich der Huf noch nicht ganz schließt und ich dann mit der Sticknadel den Rest zusammenziehe, indem ich immer in die vorderen Schlaufen der ersten fünf Maschen einsteche, sie dann schön zusammenziehe und dann die sechste Masche, einen Knoten einsteche. Und jetzt ziehe ich den Faden einmal durch den ganzen Körper durch, um das Ganze ein bisschen zusätzlich zu stabilisieren. Abschneiden, fertig ist das erste Bein. Die nächsten Beine häkelst du im Prinzip genauso. Dazu steche ich direkt hier ein, mache dann meine Luftmasche, dann drei feste Maschen nach links, drei nach oben und dann in einem Bogen die letzten sechs Maschen. Unten fange ich mittig an mit dem rechten Bein und wie hier gezeigt, führe ich dann jeweils 12 feste Maschen in Bögen entlang. Für die Ohren beginne ich mit einem Fadenring und da häkel ich vier feste Maschen hinein. Und dann kommt, glaube ich, die schwierigste Stelle in dieser ganzen Anleitung oder die friemeligste. Dann häkel ich nämlich zwei feste Maschen in die erste Masche, dann eine feste Masche, dann wieder zwei feste Maschen. Das Ganze wird wirklich sehr klein, ist aber absolut machbar. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. So, und dann hole ich das obere so ein bisschen hervor, damit sich eine Ohrform ergibt. In der nächsten Runde verdoppel ich dann jede dritte Masche, also häkel ich zwei feste Maschen und dann eine Verdoppelung, dann wieder zwei feste Maschen, wieder eine Verdoppelung, sodass ich am Ende acht feste Maschen in der Runde habe. In der nächsten Runde häkel ich einfach acht feste Maschen. Dann wird einmal jede vierte Masche verdoppelt, also drei feste Maschen. Und dann zwei Maschen in die nächste Masche, sodass am Ende 10 Maschen in deiner Runde sind. In der letzten Runde häkel ich auch nochmal 10
feste Maschen, also eine ganz einfache Runde, und dann wird das andere Ohr natürlich genauso gehäkelt. Die Ohren sind ja nun das Einzige in dieser Anleitung, was man annähen muss. Das erste habe ich hier schon mal befestigt, so leicht schräg am Hinterkopf. Und das zweite richtest du dann daran aus, merkst dir, wo du das gerne ansetzen wolltest, stichst dann da deinen Faden durch. Und dann nähe ich immer einmal ins Ohr, also einmal in die letzte Masche des Ohrs rein und dann einmal unten um eine feste Masche rum, wieder ins Ohr führen, wieder in die gleiche Runde einsetzen und dann immer um die festen Maschen rum bis zum Ende des Ohrs. Dann steche ich einmal eine Runde nach hinten und mache das Ganze auf der Rückseite genauso. Einmal in die untersten Maschen einstechen und einmal um die festen Maschen der Kopfrunde herum nähen. Und ganz am Ende steche ich dann wieder in die erste Masche, mache einen kleinen Knoten. Wenn jetzt irgendwo noch ein bisschen ein Faden von der Masche hervorsticht, dann kannst du da auch nochmal einstechen, den mitholen, verknoten und jetzt mit dem Knoten zusammen quasi in den Kopf reinziehen, abschneiden. Schon fertig. Jetzt kommt das Prachtstück eines jeden Islandfähres, nämlich die Mähne. Dazu brauchst du 2 kurze Baumwollfäden, ungefähr 10 längere für die Mähne und 6 bis 8 für den Schweif. Jetzt beginnst du mit den Ponyfransen, indem du zwischen den Ohren jeweils einen von den kurzen Baumwollfäden um eine feste Masche herumknüpfst, dazu einmal den Faden durchholen. Und dann die beiden Fadenenden entweder mit der Häkelnadel oder, ich mache das am liebsten einfach mit den Fingern, wieder durchholen und schön festziehen. Dann machst du das Ganze gleich in der Masche daneben noch einmal mit dem anderen kurzen Baumwollfaden. Und daraus formen wir nachher die Ponyfransen. Jetzt knüpfst du genauso in einer Linie hinten am Hinterkopf die Mähne an und den Schweif in einem Viereck, jeweils 2 Fäden oben, 2 Fäden an der Seite, 2 Fäden unten, 2 Fäden an der Seite. Wenn dir das zu dünn ist, kannst du auch noch kreuzweise 2 weitere Fäden anknüpfen. Jetzt aber weiter mit der Mähne, also in einer Linie. Ich zeige dir das hier nochmal mit den ersten 3 Fäden. Einfach in einer Linie untereinander wegknüpfen. Und für den Schweif beginne ich oben mit 2 Fäden nebeneinander geknüpft. Geht dann nach unten, macht 2 Fäden nebeneinander und dann quer rüber und nochmal wieder nach oben. Du kannst es in dieser Viereckform machen, du kannst es aber auch relativ wild knüpfen, ganz wie du magst. Jetzt wird die Baumwolle ausgekämmt mit einem feinen Kamm und dann kannst du sie mit den Fingern, also zumindest die Ponyfransen, schon mal so ein bisschen ordnen. In der Mähne, der widmen wir uns später nochmal genauer, da ist das alles ein bisschen langwieriger. Den Schweif kannst du auch einfach so auskämmen und dann in einer Linie mit den Hufen abschneiden, ne, sodass er schön fällt und dann kannst du es nochmal ein bisschen mit den Fingern formen. Die Mähne soll natürlich besonders schön fallen, deswegen wird die Baumwolle jetzt sehr, sehr ordentlich ausgekämmt und dann einmal in so einer schrägen abgeschnitten, damit die vorderen Haare etwas länger sind als die hinteren, das Ganze schön fällt, wieder auskämmen. Und dann kannst du es entweder so ein bisschen sortieren, wenn du das gerne ein bisschen wilder machst. Ich zeige dir aber nochmal, also ein bisschen nachschneiden ist auch immer nicht schlecht. Ich zeige dir aber auch nochmal eine Technik, wie du das Ganze sehr schön ordentlich hinbekommst. Und zwar nehme ich dazu schlichtes Leitungswasser.
das trage ich jetzt mit dem Kamm auf die Mähne auf, bis sie so ein bisschen feucht ist. Ihr seht schon, dadurch werden die auch gleich relativ schön glatt. Und dann nehme ich mir ein Stück von ganz einfachem Basteldraht, lege das unten an, klappe die untersten Fransen so ein bisschen um und drehe das Ganze dann auf wie auf einen Lockenwickler. Dann kann ich die Enden jeweils so ein bisschen umklappen und das Ganze kann man über Nacht trocknen lassen. Auch die Ponyfransen lassen sich übrigens einfacher frisieren, wenn sie nass sind. So ruhig ein bisschen anfeuchten mit dem Kamm. Das gleiche gilt für den Schweif. Kannst du auch mit den Händen anfeuchten. Ist dann etwas einfacher. Ich zeige dir jetzt, wie du die Augen aufsticken kannst. Du kannst auch mit Sicherheitsaugen arbeiten, wenn du das lieber möchtest. Das sieht auch sehr schön aus. Lieber so ein bisschen comicartig haben möchtest, kannst du die Augen folgendermaßen aufstichen. Mit der Sticknadel und schwarzem Garn so 3 oder 4 Stiche machen für die Pupille. Dann einmal, also da steche ich immer in die gleiche Masche ein, dann einmal in die Masche darüber einstechen, damit das Ganze ein bisschen größer wird. Und von der anderen Seite auch nochmal in die Masche drüber einstecken, stechen, dass man so eine Art Dreieck gebildet hat, die Pupille schön rund aussieht. Dann nochmal neu beginnen und an der Seite der Pupille einstechen. Dann legst du den Faden einmal so um das Auge rum, stichst in die andere Seite der Pupille ein und dann über dem Auge, so dass die Linie gehalten wird. Dann in die gleiche Masche wieder einstechen, damit man das nicht sieht. Dann stichst du in die Masche daneben. Und machst auch nochmal wieder einen Stich, um das Ganze festzuhalten. Du kannst auch das Ganze mit mehr Stichen fixieren, ganz wie du möchtest. Am Ende kannst du mit einem weißen Faden nochmal so einen Glanzpunkt arbeiten. Dazu einfach mitten in die Pupille einstechen. Und dann das andere Fadenende auch wieder einstecken. Dann nach hinten durchziehen. Dann das Ganze ein bisschen vorholen oder auch das Schwarze ein bisschen vorholen. Also einfach ein bisschen ordnen mit der Sticknadel und fertig sind die Augen. Und als letztes häkelst du eine kleine Schlaufe oben am Kopf fest mit Luftmaschen. Also einfach eine Luftmaschenkette von ungefähr 10 Luftmaschen am Kopf festhäkeln, dann mit einer festen Masche schließen. Oder einer Kettmasche, ganz wie du magst. Das will ich ja nicht so richtig. Ja, nochmal versuchen. Faden durchholen, Kettmasche, Faden abschneiden. Das Ganze miteinander verknoten. Und die Fäden dann irgendwo im Kopf vernähen. Also einfach irgendwo durchstechen. Und abschneiden, mit dem anderen Faden nochmal wiederholen. Und an dieser kleinen Schlaufe kannst du dann deinen Schlüsselanhängerring auffädeln. Und wenn du dann die Mähne nach ein bisschen trocknen lassen, öffnest, nochmal ein bisschen neu formst, ist dein Islandpferd mit einer wunderbar geschwungenen Mähne fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich jetzt über deine Kommentare und Anregungen für mehr Häkelanleitungen. Bis zum nächsten Mal.